schnell wird. Hallo und herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video. Wie ihr merkt, ich habe endlich ein Mikrofon im Helm. Ich nehme einfach mit dem Handy den Ton auf. Und, wie ihr schon im Titel gesehen habt, ich habe einen neuen Roller. Natürlich habe ich ihn gewaschen, Spaß. Ich habe ihn vor 2 Tagen, am Freitag, aus Flensburg abgeholt. Ist auch 25er. Das ist der Aprilia MT. Ne, Aprilia SR MT 50, also MT für Motard. Und ja, also ich finde, der sieht richtig nice aus. Hier auch, wie bei meinem anderen Roller auch, goldene Bremsdinger. Und die Felgen sind zwar schwarz, aber sehen auch richtig nice aus. Vorne hat er Scheibenbremse, halt hydraulisch. Und hinten Trommelbremse mit Bountenzug. Und gönnt euch mal das Heck. Den Blinkern an den Seiten, richtig nice. Ich habe mir einen neuen Roller, weil der andere, der April SR50 Air Factory, da bin ich 1,5 Monate mitgefahren und dann Motorschaden. Ja, moin, beste Leben. Und das war zu teuer, die Reparatur. Der Roller war jetzt doppelt so teuer, aber scheiß drauf. Der ist niegelnagelneu. Dafür mit der Drosselung und der Umschreibung auf 25er 2250 Euro ausgegeben. Aber ich habe 2 Jahre Garantie und in der Garantie steckt drin, ich habe eine Pannhilfe. Wenn irgendwie ein Reifen mal platt geht oder der Roller irgendwie nicht anspringt oder sowas, rufe ich da einfach an. Die schleppen den kostenlos ab und reparieren den kostenlos. Das ist also richtig geil. 2 Jahre lang brauche ich nichts für den Scheißroller bezahlen. Und der Nachteil ist, mein Aprilia SR50 Air Factory hatte 5,4 PS und musste keine Gasdruckdrossel haben. Das hat in der, also die Distanzring in der Variomatic hat gereicht. Aber der muss Gasdruckdrossel haben und der hat Standard auch nur 3,6 PS und mit Gasdruck hat er 2, irgendwas. 2,5 grob geschätzt, 2,5 PS circa. Das ist halt ein gewaltiger Unterschied, aber ich habe mich langsam dran gewöhnt. War verhalten auch richtig nice, aber ich würde sagen, mal anmachen. Ich finde auch hier Display ist auch richtig nice. Der hat kein Drehzahlmesser diesmal. Hier unten Gesamtkilometer. Der Trip ist halt Tageskilometer. Das ist Tankanzeige. Und hier Sound ist sehr, sehr leise. Ist Euro 4. Scheiße. Der geht fast aus, Alter, weil er kalt ist. Aber hört ihr, wie niedrig die Drehzahl einfach ist? Ja, das Licht richtig nice. Ich würde sagen, zeige ich euch mal die Blinker. Sieht einfach so nice aus von hinten. Oh, Baby. Das Licht ist gerade ein bisschen schwach. Das kommt erst, kann ich ja mal vorne zeigen. Wenn man Gas gibt hier so. Wenn die Drehzahl höher ist. Boah, aber der Roller ist sonst richtig nice. Ich fahr mal in mein Dorf rein. Oh, das ist kalt, aber wenn ich hier Vollgas gebe, gibt der in Wirklichkeit kein Vollgas, weil mit Gas und Masse. Und wie ihr seht, der hat maximal 154 Kilometer drauf. Ich habe ihn gekauft mit 1,7 Kilometer. Und hat geregnet, der ganze die scheiß Spiegel. Und deswegen muss der Roller noch eingefahren werden. Ihr merkt, ich fahre sehr langsam. Da seht ihr nicht mal 25 km/h, weil ihr hört schon, die Drehzahl geht einfach viel zu hoch und der muss ja gut eingefahren werden, unseren Scheiß. Das ist halt ein bisschen kacke. Aber ja, sonst ist er richtig nice. Und der muss 1000 Kilometer eingefahren werden. Nach 1000 Kilometer ist die erste Inspektion, die natürlich auch kostenlos ist, was richtig geil ist in der Garantie. Und nach den 1000 Kilometern hat er alle 2500 Kilometer eine Inspektion.
Was noch geil ist, der ist als 25er und 45er angemeldet. Also der hat beide Dinger. Das bedeutet, wenn ich den 45er Schein machen sollte, also der kostet laut meiner Fahrschule irgendwie 800 Euro. Ich muss nochmal meinen Fahrlehrer anrufen und fragen, was das Agenda der genaue Preis ist. Das Geld hätte ich, aber das ist eigentlich halt für Auto gedacht oder halt als kleiner Vorschuss, wenn ich ausziehe von meinen Eltern. Und das möchte ich nicht so gerne dafür ausgeben. Deswegen muss ich jetzt eher mit so einem Nebenjob halt richtig sparen. Richtig reinhauen, so oft wie möglich hin, um Stunden halt abzuarbeiten. Und wenn ich den mache, einfach nur die scheiß Hurensohn-Drossel rausnehmen. Und dann easy 50 km/h. Das ist halt richtig geil. Kann man jetzt schon mit 15 machen. Bin ich ja. Und dann bin ich in der Stadt, fahre 50 km/h und die Autos dürfen sowieso nicht schneller als 50, also beschweren sollte sich da niemand. Hier bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, weil ich kann nichts sehen hier um die Kurve. Aber sonst, Fahrverhalten ist bei dem Roller richtig gut, war am Vorroller, vor am Roller auch gut. Aber beschweren kann ich mich bei dem hier nicht. Und sonst fühlt sich alles richtig nice an. Ich meine, es ist halt komplett neu. Vorher mein Roller war ja, habe ich ja gebraucht gekauft. Was soll man noch dazu sagen? Können wir gleich, wenn der Motor warm ist, mal mit Gasdruckdrossel von 0 auf 100 machen. Von 0 auf 100. Von 0 bis 30 machen. Und ich betone nochmal, er hat eine Gasdruckdrossel. Also die vollen 3,6 PS kommen da nicht raus. Ich denke mal so 2,5, 2,8 PS kommen da so bei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich von 0 auf 30. So Leute, sind wir hier. Ich mach nicht, oder lass mal von 10 auf 30 machen, das ist dann ein bisschen besser. Und go! So, die 30 haben wir. Wie gesagt, der Roller ist noch nicht eingefahren, da kommt bestimmt noch einiges raus. Aber naja. Ich habe mich auch an der wenigen Leistung gewöhnt. Für mich ist es bis jetzt richtig chillig. Weil ich meine, man hat so seine eigene Beschleunigung von 0 auf 25. So halt Standard wie Autos 0 auf 100. Aber das kannst du ja nicht vergleichen mit einem 25er Roller. Und vorher war das so, ich gebe Gas, er ist direkt auf 30. Aber jetzt ist man so chillig unterwegs einfach. Obwohl ich gerne trotzdem den Gasdruckdrossel weg hätte. Aber das wäre halt scheiße, wenn ich irgendwie in eine Polizeikontrolle komme und der Typ will mich irgendwie auf dem Prüfstand haben. Denn nützt es nicht, dass ich sage, ich fahre sowieso nur 30, weil die Drehzahlen zu hoch sind oder weil ich den Roller erst einfahre. Es geht ja darum, was der Roller kann. Und ich habe da überhaupt keinen Bock, irgendwie, auch wenn es so eine Verwarnung ist. Da, keine Ahnung, Digga. Ich habe dann lieber eine Verwarnung noch übrig, als ich die schon aufgebraucht habe. Ne? Bis jetzt habt ihr ja gesehen, der lief 30 km/h. Da, also wer will dich da beschweren, ne? Das wären vielleicht in GPS 23, 24 km/h. Ja, ist doch chillig, wie ich hier rumfahre. Aber dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt mein neuer Roller. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.